Willkommen zurück in der Endzeit, am Ende der Zeit. Verrückt, und das stimmt sogar wirklich. Wir sind am Ende der Zeit. Jetzt gerade? Ja, wir sind hier immer noch. Und in der Endzeit. Also wir sind in der Endzeit. Und die da, die Charaktere, sind am Ende der Zeit. Ja, das ist richtig, aber wir auch, ne? Siehst du, da. Wir auch. Da ist es, das Ende der Zeit. Ende der Zeit. Übrigens sehr gut, dass der Mauspointer auch einfach mit aufgenommen wurde. Ja, es gab eine Episode, wo die Maus, das war wieder die Sendung mit dem Mauszeiger. Das war, glaube ich, dieser Moment, wo ich sagte, nimm doch mal die Maus aus dem Bild und nichts passierte. Ja, aber was soll's. Capture-Programme sind da manchmal komisch. Okay. Sie ist jetzt explizit nicht im Bild. Ja, Lavos war nicht so erfolgreich. Nee. Deswegen gucken wir mal. Oh, was haben wir denn hier schönes? Ich habe schon mehr ruhmreiche Taten gesehen in meinem Leben. Nach Medina im Jahr 1000. Klingt richtig. Das Jahr 1000. Welches Jahr 1000? Protodom und... Von wo aus rechnen die denn? Von Krono aus. Hier, das ist schön. Zu den mystischen Bergen im Jahr minus 65 Millionen. Klingt alt. Sie haben übrigens bei den paar Jahren, die ich jetzt auch das BC, glaube ich, einfach geschenkt. Obwohl Before Krono ja ganz gut funktioniert hat. Wir reisen jetzt, also wir waren in der Zukunft und jetzt geht's in die Vergangenheit. In der Vergangenheit gab es ja noch keinen Boden! Das wäre ein guter Cliffhanger geworden für eine andere Folge. Schade, dass wir jetzt mit der Folge starten. Tja. Ja, das ist aber auch innovativ, dass wir den Cliffhanger jetzt am Anfang hatten. Ja. Das hat nicht jeder. Cliffhanger, jetzt auch beim Episodenstart. Oh, ich sehe ein Behältnis. Der Berserkerring. Ja, den werden wir nicht benutzen. Oh. Sind das Saurier? Ja, das ist ein Parasaurolophus. Ja, hätte ich mir fast gedacht, ja. Ich finde die Farbe recht ansprechend. Ja, und sie haben keine Gefieder. Ich bin kein Freund dieser gefiederten Saurier. Das war damals, glaube ich, auch noch nicht erfunden. Das stimmt, damals war noch alles nackt. Die nackten 90er, so hießen sie ja auch. Ich erinnere mich. Als sie damals noch auch... Die sind doch auch noch aufrecht gegangen und haben ihren Schweif hinterhergeschlitzt. Das ist so richtig. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich ein Großteil der 90er wohl auch nackt gewesen sein muss. Ja. Oh my. Oh my. Ja, die Love Parade. Das waren auch die 90er. Ja, die fand irgendwo in meiner Wiege statt wahrscheinlich. Und du hattest kein Hemd in der Wiege? Ich hab einen Horn erhalten. Ach ja, hier durfte man ja... Geld wurde ja noch nicht erfunden. Hat dir jemand auf den Kopf gehauen, dass du ein Horn erhalten hast? Oh Gott, die Beule. Hier, da sind wieder die Kuddels. Ach so, oh Gott, ich habe das kurz für Schafe gehalten. Ist auch so, ist es eher ein Schaf. Also es ist eine Mischung aus Kuddel und einem Schaf. Es hat keinen Schnabel zum Beispiel. Oh, dann könnte es aber auch ein Yeti sein, oder? Ein Mini-Yeti. Mini-Wamper. Die sind jedenfalls recht putzig und es sind Marmos. Aber das Wamper klingt, als wäre das ein süßer Spitzname für Mozart gewesen oder so. Mozart? Naja, den haben sie ja Wolferl genannt und da wäre aber Wamperl wäre auch okay gewesen. Klingt schon wieder sehr fränkisch, was passiert. Vita-Imiter. Naja, es ist halt österreichisch, ne? Das ist nicht so weit entfernt. Willst du in Zungen reden und in Fränkisch reden? Nee, da blamiere ich mich ja nur. Vielleicht finden wir noch einen Charakter, für den das geeignet ist. Oh, ich wüsste schon einen. Aber der kommt später. Ja, eigentlich? Wie stehst du dazu, dass in der Steinzeit primär fränkisch gesprochen wird? Es klingt nach was ihr primär verteidigen würdet, diese Ansicht. Ich finde es natürlich ein bisschen rassistisch. Aber es ist doch die sogenannte Frankensteinzeit. Oh, ich muss mich jetzt leider in Säure ertränken, es tut mir leid. Ich glaube, dieser Charakter, den du auch sprechen musst, wird fränkisch reden. Ich kann es schon mal... Ja doch, das ist jetzt... Ja, wir wissen doch aus Erfahrung, dass manchmal auch fröhliche Franken bei uns zuhören und ich möchte mich nicht entblößen und blamieren. Ja, der Dorsten. Der Thorsten, wie es hier auf Hochdeutsch heißt. Doch, der Thorsten. Der Thorsten. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, stimmt. Der Dorsti. Die Dinos hauen übrigens ganz gut rein. Es sind ja auch Saurier. Die sind nicht dafür gemacht, gegen Roboter zu kämpfen, auch wenn... Oh Gott, Roboter gegen Dinosaurier. Das ist ein Kindheitstraum, wird wahr. Das klingt nach irgendwas, was Sucker Punch hätte machen müssen. Haben sie aber nicht. Dafür ist Cowboys vs. Aliens passiert und keiner hat's verlangt. So vieles haben wir in diesem Film nicht verlangt, aber es ist trotzdem immer wieder amüsant anzusehen.
Ich glaube, wir haben gerade ein dunkles Kuddelritual gestört. Es war. Es tut uns leid. Kennt denn jemand von euch überhaupt den Kuddel? Ja, ich weiß noch nicht. Gibt's Leute, die hier Dragon Quest spielen? Wahrscheinlich. Also wer Dragon Quest spielt, kennt auch Kuddel. Naja, oder Straßen des Glücks. Auch dort ist ein Kuddel zu finden. Ein absoluter Wii-Klassiker, über den keiner redet. Ja, und ich hoffe, dass sie das alles kommt auf die Switch einfach warm machen und ich irgendwann Straßen des Glücks auf der Switch spielen darf. Bitte, bitte, Nintendo, bitte, 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 bitte. Diese Spielreihe interessiert aber keine Sau. Außer in Japan natürlich. Ja, da gibt es auch schon wieder etliche Fortsetzungen. Ich verstehe auch nicht, warum randommäßig ein Teil davon einfach bei uns rausgekommen ist und der Rest dann halt nicht. Die müssten doch nur ein Mario Zelda oder Mario Pokémon Straßen des Glücks rausbringen und die Leute werden es kaufen wie die Schweine. Ich meine, die Leute kaufen auch Super Smash Bros. Und so viel anders ist es jetzt auch nicht. Das ist richtig, das ist eigentlich auch so ein Cameo. Also mittlerweile ist doch jeder in Smash Bros. Also, ja, richtig. Nachdem ich festgestellt habe, dass schon seit längerer Zeit einfach irgendwelche Sachen wie Rio oder auch Cloud in Smash Bros. Sind. Huch. Willkommen in der Frankenstein-Zeit. Ich glaube, wir sind dezent einfach zu früh hier. Wollen wir dann zurückreisen? Nein, ne? Wir gucken erstmal. Oh, jetzt geht's schon mit dem Fränkischen los, glaube ich. Ja, los. Nee. Ja. Nee, ich kann das. Ich habe jetzt gerade eine Hemmung. Das geht so nicht. Ach, aber ja, aber ich kann das nicht. Ich kann keine Akzente. Dann ja, haben wir jetzt ein Problem. Ihr Freunde von Reptiten, großen Ärger geben. Hab höchstens Uga Uga. Schlechten niederländischen Akzent. Ja, das ist jetzt aber. Das sind Frauen. Reptiten, herzkalt. Schuppenhart, schwieriger Gegner. Das eignet sich überhaupt nicht. Fröhliches Wasser. Achso, ist auch Weibchen. Fröhliches Wasser trinken. Nein, das ist mir schon fast mehr am Russischen dran. Ich kann das nicht so aus. Wodka trinken. Ja, trinken, gut vielen. Ich bin mir ziemlich sicher, fröhliches Wasser ist auch Schnaps. Aber hallo, fröhliches Wasser ist Schnaps. Schnaps. Roter Stein, sehr schön. Ihr gesehen, Häuptling besitzen. Also ein bisschen mehr Grammatik würde das ja. Die komische Fälle tragen. Das da ist ein verdammter Roboter. Okay. Zelt von Häuptling oben im Dorf, ne? Klingt ein bisschen wie ich mir die Uhu-Statue in Link's Awakening vorgestellt habe. Die schreien einen ja auch immer an. Das ist richtig, Caps Lock für alle. Hast du das verstanden? Ah, da ist der Häuptling. Hallo. Ihr seltsam. 1000 Material haben, Tauschmaterial haben, aber ohne Erlaubnis von Häuptling kein Tauschgeschäft. Ich find's gut, dass er Vater Abraham ist. Häuptling Abraham. Ist gar nicht der Häuptling. Er ist ja auch ein bisschen Papa Schlumpf. Das stimmt, er ist Papa Schlumpf. Du, deine funkelnden Scheiben tauschen? Ah, oh. Die funkelnden Scheiben. Ja gut, das brauchen wir nicht. Nee. Hier, ja. Tauschbörse sein. Du, Fundstücke gegen tolle Sachen tauschen. Fundstücke ist aber sehr bürokratisch ausgedrückt für einen Steinzeitmenschen. Ja, schon. Dafür, dass da sonst nur Oga Bunga mit wenig Grammatik ging. Hier du Zeug gegen anderes Zeug tauschen. Das hier ist das Zelt, das hat niemand zu Hause. Ah. Du Steuererklärung machen. Aber ich finde es schön, dass der Häuptling hier auch seine kleine Plattform hat und ich nicht hochklettern darf, weil ich ja nicht der Häuptling bin. Ja, ich arbeite ja zurzeit in einer Voodoo-Ausstellung und die, Also du, theoretisch. Ja, jetzt gerade nicht mehr. In einer. Es gibt im Moment nur eine, die wirklich von sich reden macht. Wie dem auch sei. Also die Häuptlinge vom Königreich Dahomey hatten wirklich einen Thron aus Menschenschädeln und die Sklaven mussten echt den Bückling machen, damit der Häuptling auf deren Rücken steigen kann, um diesen Schädelthron zu ersteigen. Ist das nicht cool? Das kriegst du in keinem Comic so gut hin, wie die das wirklich geschafft haben, ne? Irgendwo müssen die Comic-Ideen ja auch herkommen. Leider aus der Realität. Tada. Achso, ist das... Laruba Stamm sich im Wald im Norden verstecken. Immer verstecken vor Reptiten fliehen. Laruba Stamm schwach. Wir gegen Reptiten kämpfen. Laruba Stamm nicht kämpfen. Ja. Ihr aus Bergen kommen, komische Berge, komische Dinge geschehen. Darum wir mystische Berge nennen. Ja, schon schwierige Worte. Ja, mystisch ist aber schon... Nur starke Person Häuptling werden. Mann, Frau, Junge, Mädchen, egal. Joker-Häuptling, viel Muskeln. Jo. Sexismus jo. Nicht erfunden.
Das scheint recht gleichberechtigt zu sein. Oma Egan Spengler zu zitieren. Jo. Das ist übrigens nicht ganz offensichtlich, aber das ist auch ein Typ. Kino. Jetzt im Kino. Ist doch auch so. Woher ihr kommen? Warum ihr hier sein? Kino euch nicht ihr Netflix nutzen. Ja gut, hier kommen wir noch nicht weiter. Nicht viel los in der Uhrzeit, hä? Ja, im Kino auch nicht. Darf doch, glaube ich, schon auf diesen verdammten Berg, oder? Schauen wir doch mal. Das ist, glaube ich, eine verdammt schlechte Idee. Ein Pterosaurus. Das ist ein Ding, das habe ich aus Oz kennengelernt. Ja. Fliegt, meine Kinder, fliegt. Wie heißt das? Ein Höhlenaffe. Naja, es ist eigentlich, es lebt nicht in einer... Woran erkennen Sie einen Höhlenaffen, dass er nicht in einer Höhle lebt und Flügel hat? Ja, ganz eindeutig. Achso, er hat Lava gespien. Mhm. Gespuen. Bitte? Die richtige Vergangenheitsform von speien ist spuen. Gespuen. Das ist Bullshit. Ach ja? Ja. Ja, schwache Verben sind schon doof. Manchmal ja. Aber Höhlenmenschen haben damit überhaupt kein Problem. Uga Buga. Du fröhliches Wasser trinken. Mm. Ich würde ja sagen, so ein Pfeffi ist schon echt fröhliches Wasser. Ja. Das ist jedenfalls noch ganz schön hartes Kanaster. Ja, diese Höhlenaffen, mit denen ist nicht zu spaßen. Der Trick ist, ich sollte ja eigentlich auch noch länger nicht sein. Ich darf aber. Bringt uns das überhaupt was? Jetzt mal im Ernst. Bin mir nicht sicher, wenn hier ist nicht vielleicht ein, zwei Gegenstände. Ja. Oh. Oder wir gehen einfach. Ja, Flugsaurier. Flugsaurier sind nie ein gutes Zeichen. Außer in Jurassic Park 3. Nein, da waren sie auch kein gutes Zeichen. Gut, also für mich schon. War das jetzt leider nur ein prähistorischer Teaser, weil hier gibt's ja nichts das, zu tun. Das war die Steinzeit. Könnt ihr euch schon mal für später merken, oder für früher in dem Fall. Jetzt geht das schon wieder mit den Zeit. Merkt ihr einfach, ihr braucht das irgendwann. Ja, das irgendwann kommt im Test vor. Ja, genau. Wann war die Steinzeit, ist dann die Frage. Vor 65 Millionen Jahren. Oh, da ist wieder der Kuttelkult. Oh nein. Sie lieben ihren Tanzstein. Dieser Stein ist wichtig für die Kuddels. Ja, aber ihr bringt sie wieder und wieder um. Aber sie werden ja auch immer und immer wieder durch diesen Stein wiedergeboren. Das klingt nach einem sehr lästigen, ewigen Spiel. Ja. Frag mal die Hindus. Die kennen dieses lästige Spiel auch, ja. Reincarnation! Das lustige Wiederbelebungsspiel für die ganze Familie. Monopoly? Ja, das auch. Such dir eine Kaste und leb damit. Bisschen Snakes and Ladders. Ja. Die Upgrade-Funktion ist halt nicht so geil. Das stimmt. Wenigstens haben wir jetzt schon mal ein paar von den Tausch-Items für später gefarmt. Yay. Und Saurier. Alle lieben Saurier. Ich bin mir nicht sicher, ob Sam Neill Saurier noch liebt. Jeff Goldblum scheint noch Saurier zu lieben und ich verstehe nicht, warum. Diese Jurassic World-Teile sind alle furchtbar. Nein, Jeff Goldblum liebt Geld. Das ist ja ein Unterschied. Er war in Independence Day 2, der ja. Mann liebt Geld. Ja gut, wer Goldblum auch mit Nachnamen... Oh, dünnes Eis. Wieso? Also... Er mag Geld. Gold. Blumen. Hoffentlich mag er auch Blumen. Ich denke, Jeff Goldblum mag auch Blumen. Nichts mit seiner Religion zu tun, sondern nur mit seiner Gier. Und manchmal erklärt er uns auch die Welt. Ja, wenn es um Schuhe geht. Aber nur Schuhe bisher. Nein. Ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass es da jetzt mehr Folgen von gibt und der auch Eiscreme erklärt. Das ist ja toll. Ich meine, das ist schon interessanter als Schuhe, aber da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Der soll mir mal Klontechnologie erklären. Ich denke, das kommt noch, wenn das Eis erfolgreich war. Schuhe, Eis, Saurier. In der Reihenfolge. Es wäre gut, wenn er Eiscreme damit erklärt, dass er sich zuerst mal ein paar Kühe klonen muss.
John Hammond mochte auch sein Eis. Aus dem Eimer. Und Brachiosaurier wurden mit Kühen verglichen. Das ist auch richtig. Ich könnte meinen, wir haben den Film letztens erst geguckt. Vielleicht ist das so. Wir haben auch Jurassic World gesehen und meine Güte, der ist nicht gut gealtert. Das ist wahr. Er ist furchtbar, er ist von 2010, glaube ich, ne? 10 Jahre schon wieder alt, das Ding. Kann das überhaupt sein? Nein. Nein. So, nein. Ist nicht von 10. Älter. Jünger. Verzeiht, ich komme mit der Zeit wieder durcheinander, aber der ist. Das ist 2015 oder so? Wir spielen Chronoträger, das ist normal, dass du mit der Zeit durcheinander kommst. Ja. Der ist nicht von 2010, warte mal, ich halte das nicht rum. Jetzt von 2015, 5 Jahre nur. Ja, nur, ha, trotzdem schon wieder 5 Jahre. Aber, boah, schlecht. CGI furchtbar und Story, ja, es wirkt wie so ein 2000er, moderner 2000er Film. Mich daran, immerhin sind wir ja gerade bei Squaresoft. Und das heißt, es ist weitestgehend noch vergleichbar. Ich war ja jetzt beim Grafikvergleich von Final Fantasy, die Mächte in dir. Und diesem modernen 7 Remake. Ja. Ist schon interessant, wenn Echtzeitgrafik sich gar nicht mehr so stark von dem unterscheidet und die Charaktere glaubhaft wirken in Echtzeit. Ja. So, gut, dann gehen wir halt mal nach Medina. Medina? Was nicht hier ist. Wenigstens hatten wir einen Cliffhanger. Meinen Sie das Medina? Also das offizielle Medina? Get out of the closet. Nein. Das ist ein... Kommt nur mir das vor, wenn die sich umdrehen, diese kleinen Oberteufel Piccolos, dann haben sie ja Arschköpfe. Das kommt nicht nur diese vor. Das ist vollkommen richtig. Kriegt ihr einfach so aus fremder Leute Schränke? Wie seid ihr da reingekommen? Neulich bei Narnia. Endlager. Hm. Das ist dann die Frau. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Einfach so nach Lust und Laune in die Wohnung anderer Leute zu spazieren. Ah, genau aus diesem Grund kann ich Mensch nicht ausstehen. Blablabla. Tom Cruise, kommen Sie aus dem Schrank raus? Nein. Never come out of the closet. Das Dorf Medina wurde vor 400 Jahren von Magischen gegründet, nachdem sie die... Wer sagt das eigentlich? Wer sagt das eigentlich? Ich glaube, die Wissenschaftlerin, oder? Mal. Das Dorf Medina wurde vor 400 Jahren von Magischen gegründet, nachdem sie den Menschen unterlegen waren. Die meisten Leute hier sind daher nicht sonderlich gut auf Menschen zu sprechen. Ihr solltet euch vorsehen. Dann war es doch der Blau. Na egal. In der Nähe der... In der Nähe der Höhle im Westen lebt ein Mensch, ein komischer alter Kauz, der würde euch sicher helfen. Wink, wink. Vielen Dank für die Bereitstellung dieser Information. Doch warum seid ihr so freundlich zu uns? Verabscheut ihr Magischen die Menschen nicht? Ich bin übrigens kein Mensch, sondern ein Roboter. Ich glaube, der jetzt geht, redet. Das ist sehr verwirrend. Der Krieg zwischen Menschen und Magischen liegt nun schon 400 Jahre zurück. Wir dürfen nicht ewig in der Vergangenheit leben. Allerdings sehen das die meisten Magischen leider anders. Okay, also sie sind jetzt einfach nur die Magischen. Progressive Gnome. Was soll das? Prognome. Prognome, Reisprognome-Nächte, ja. Was hat es mit diesem schauerlichen Gesang auf sich? Das erinnert mich an die Ruinen in Secrets of Mana. Vollkommen richtig. Wie sie da auch schaffeln. Sie schaffeln um die Statue. Cool. Ja, du hast ein Arschgesicht. Gesicht. Arschgesicht. Ja. Hier. Das Arschgesicht ist nur das Netteste davon, was es sein könnte. Oh, großer Hexer! Geralt? Ja. Ach ja, ist er jetzt der Hexer. Aber er hasst ja Portale. Ja. Wir auch. Der hat das auch alles hier mit... Ja, Der Krämer. Wir wollen das jetzt für ihre Flauschigkeit nicht spoilern, aber irgendwie ist ja was dran. Herberge brauchen wir nicht. Ältester. Oh, ist das nicht? Oh ja, das ist der blaue Ossi. So hey. Tempokapsel erhalten. Der Roboter braucht Tempo, ich sag's dir. Der Roboter braucht Tempo. Und im Gegensatz zu Taschentüchern kriegt man das noch. Gut.
Ich bin Atze der Achte. Der Anführer dieses Dorfes. Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater kämpfte als rechte Hand des erhabenen Hexers selbst gegen die Menschen. Oh, mächtiger Hexer, warum vermochtest du nicht, das Menschenpack vor 400 Jahren zu vernichten, als die Chance dazu bestand? Sieht nach Regen aus. Alles Atze? Das Problem ist, Atze. Der heißt eigentlich Ozzy. Aber heißt der jetzt Atze? Die haben ihn dann mit Ne, aber ich meine, das ist schon irgendwie namensmäßig das, was im Deutschen am nächsten drankommt an Ozzy. Atze Osborn. Ja. Ich hab die Nase so voll vom, sowas von voll vom Putzen. Nee, das ist ja Atze Weinbrand, wär's dann. Atze Weinbrand klingt aber super als Übersetzung. Verflucht sei dieser Atze der Achte. Er ruht sich auf den Lorbeeren seiner Vorfahren aus, um uns herumzuscheuchen. Atze der Achte, ey. Alles Atze? Der Achte? Das ist ja schon mal ein Episodentitel, wenn es drin geht. Ja, absolut. Den Monstern in der Höhle westlich von hier kann man nur mit Magie Schaden zufügen. Für Menschen also ein hartes Pflaster, wo sie doch magisch nicht begabt sind. Hehe, wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit, sonst liest Atze der Achte mir die Leviten. Er muss so wichtig sein, dass sie immer wieder seine Zahl dazu nennen. Ja. Magiekapsel erhalten. Ja, blöd, dass hier keiner wirklich zaubern kann von uns. Also... Ich weiß schon, wer die kriegt. Ich auch, aber... Dann gehen wir doch nochmal zum... Eine Krämer. Was gab's denn hier? Oh. Hallo. Mit menschlichem Abschaum rede ich. Menschlicher Abschaum. Mit Menschen mache ich keine Geschäfte. Ach ja, hier war das... Verdammte Menschen denken, ihnen würde die ganze Welt gehören. Lehrt sie Demut, Meister. Okay. Oh. Es geht auch nichts über eine ordentliche Krämerladen-Sprügelei. Das ist eine Krämerkeile. Krämerkeile. Das ist sonst nur aus Wirtshäusern. Das ist richtig, die Kneipenschlägerei. Naja, wenn der da was zu trinken ausschenkt, zusätzlich ist es auch eine Kneipe. So, jetzt. Sie haben den Meister besiegt. Was für Monster sind das, obwohl wir die Monster sind? Das ist Ansichtssache. Nee, es sind die magischen. Das Gemeine ist, die Preise. Oh ja, die sind gemein. Da könnte man ja fast meinen, dass Menschen hier über den Tisch gezogen werden. Das Gemeine ist, wenn du endlich... wenn du die Geschichte so änderst, dass die Sachen hier quasi bezahlbar sind, brauchst du sie nicht mehr. Das ist richtig. Und wir werden nicht so viel Geld fahren. Nein, dafür nicht. So, war das jetzt... Ach nein, hier ist dieses Ding. Oh, stopp. Da gehen wir aber erst in der nächsten Folge rein. Aha. Haha, da ist unser Cliffhanger, die eine Waldruine ist. Naja, wenn die Klippen hat, vielleicht. Also da links oben sieht man Klippen. Na? Stellt euch vor, wir würden jetzt da links oben von dieser Klippe springen und... Hängen, erstmal hängeln. Ja, und... Hangen. Ja, und ob wir wieder hochkommen oder nicht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wir hätten den Clip von Final Fantasy VI haben müssen. Das stimmt. Da gibt's mehrfach Cliffhanger. Na gut. Tyrannigma hatte auch Cliffhanger. Oh, viele. Ja.